Okay, Leute, dann geht's heute auch schon direkt los. So. FPS wird heute wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Ich hoffe, das ändert ein bisschen was. Hier Atlanta ist jetzt auch überarbeitet. Der Flughafen. Mit Streaming. So, Verkehr, warte mal, ich muss das dann hier komplett. Ich hoffe, das ändert was. Ah, ein kleiner Teil hat es geändert. Es wird sich jetzt zum Glück verbessern, wenn wir in der Luft sind. So, Ground Power, Batteries. Atlanta Clearance Delivery Height on 7 Mike Tango Heavy IFR to DFW ready to copy. Okay, nee. Diesmal reicht's. Diesmal reicht's mir. Not this time. Not this time. Diesmal ändere ich das Callsign noch im Stream. Ich vergesse es jedes Mal. Ah, diesmal gar keinen Bock wirklich. Diesmal ziehe ich das durch und ändere das jetzt noch. So. Flugroute ist natürlich weg. Das ist ja wieder ganz perfekt. Flugbedingungen wird übrigens live sein. Ich stand, glaube ich, hier am Gate Delta 5 war das. Oh, ziemlich Nacht. Die Zeit, die also wir zumindest morgen starten. Delta 5. So, das ganze IFA oben. Den habe ich entfernt, weil er mich dezent getriggert hat. So. Landung war die 18 Left, Charlie ILS. Und Flugsicherungsoptionen, nicht mehr Hainan, sondern Delta. Ich weiß nicht, was haben US-Flugzeuge hinten? Ich mach mal. Obwohl, nee. Ich glaube, es war November. November Delta mache ich einfach mal. 7 Mike Tango. Passt eigentlich, Heavy geht weg. Ich mache mir mal 589er. Delta 589er. Und dann kann es losgehen. Ich mache mein Tablet wegen dem Chat an. Ich gucke es dann kurz. Auf Handy. Aaron ist schon im Stream. Moin. Ich hole noch kurz mein Ladekabel. Oh, mal gucken, ob ich am Headset dafür bleiben kann. Ja. Rein in den PC. Und anstecken. Perfekt. Stecke dann hier auf meine PlayStation drauf. Ton ist aus. Viel Zuschauer, meine Leute, was geht? Vor ungefähr einer Stunde aufgestanden, by the way. Dann kann ich währenddessen mal kurz ein paar kleine Worte sagen. Und zwar fliegen wir den Flug hier in Amerika von Atlanta nach Dallas im Rahmen des
World Updates vom MSFS. Atlantic Clearance Delivery Delta 589 are ready to copy IFR clearance to DFW. Delta 589 is clear to DFW Airport as filed. Takeoff runway 27 right climb and maintain 8,000 feet. Departure frequency is 125.7 squawk 431. Delta 589 cleared to DFW Airport as filed. Takeoff runway 27 right climb and maintain 8,000 feet. Departure on 125.7. Warte, so lange hole ich mir kurz. Ich hab das auf meinem Desktop. Delta 589 readback is correct. Contact ground on 130.775 when ready to taxi. Hier MSFS Tools, einmal das Air Tool. Jo. Dann haben wir das Pushback Helper Tool. So, Delta sollte hier vorhanden sein. Perfekt. Pushback-Helfer, bist du da? Ne, der Pushback-Helfer, den musste ich ja aus den Dings raussuchen, weil der braucht das Zeug im Ordner. Push suchen. Ich glaube, ich such's einfach kurz. Das geht, glaube ich, schneller. Hier pushbackhelper.exe. Sollte dann weiter unten noch extrahiert sein. Pushbackhelper. Und hier die Exe. Perfekt, hat funktioniert. Spar das on screen. Ihr könnt es nicht sehen. So, ist connected, dann Jetway einmal dranholen. Und dann mache ich schon mal. Boah. In dem Flughafen leckt das schon ganz schön. Die Willkommensansage von Delta. Hello, welcome aboard and thanks for flying with Delta. Every time we take off, we try to make the world a little smaller. Our first priority on every flight is the safety of our customers and crew. So please give us your attention as we show you one of the safest worlds there is, the world of the safety card. Be sure that all carry-on items are securely stowed in an overhead bin, and place smaller items, including handbags, under the seat in front of you. If you lose your electronic device in your seat, please do not adjust your seat, and ask the crew member for assistance. Please ensure all aisles, exits, and bulkhead areas are clear. As we leave the gate, make sure your seatbelt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, just lift the top of the ground, buckle. Delta 589, could you please send your the catering truck? Securely fastened anytime the seatbelt sign is on. And even if the sign is off, please keep your seatbelt fastened in case you experience unexpected stressors. For everyone's safety, federal regulations Delta require all passengers to comply with the posted placards and lighted information signs located throughout the cabin, in addition to any crew members' instructions. Smoking, including the use of e-cigarettes, is not allowed on any Delta flight, and federal law prohibits tampering with, disabling, or destroying a restroom smoke detector. There are 8 exits on this plane, 4 doors, 2 on each side, and 4 window exits over the wing. The forward doors have detachable slides that can be used for flotation. Life rafts are located in ceiling compartments at the front and center of the plane. In the event of an evacuation, leave all carry-on items behind. All exits are clearly marked with an exit sign. However, if there's a loss of power and cabin visibility is reduced, lights will illuminate the aisle to guide you to an exit. Please take a moment to find the exits closest to you, and remember, they might be behind you. It's unlikely, but if cabin pressure changes, the panels above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, reach up and pull the mask toward you until the tube is fully extended. Place the mask over your nose and mouth, put the elastic strap over your head, and adjust the mask if necessary. Breathe normally and note that oxygen is flowing, so don't worry if the bag doesn't inflate. Be sure to adjust your own mask before helping others.
A water evacuation is also unlikely, but just in case, life vests are located under your seat in the main cabin. If you're seated in the first class or business class cabin, life vests are either in a compartment beneath or adjacent to your seat. To use, remove the vest from its container by pulling on the tab and then opening the pouch. Flip the vest over your head. Wrap the strap around your... Okay, gut, ich würde sagen, das reicht erstmal an... Ansagen. Ah, Delta Quality ist nicht unbedingt die beste. Vom Passenger Sim. Okay, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch 2 Minuten aufs IRS warten. Und dann können wir eigentlich schon den Pushback starten. Das ist unser Fuel Truck. Ah, unserer nicht, ja. Na, ich weiß nicht. Sollen wir bei Nacht fliegen? Moin, Raphael. Moin, Aaron. Du hast 6 Zuschauer. 5. Na okay, dann frage ich dich mal, soll ich nachts fliegen oder soll ich ein bisschen Tag? Ich weiß nicht, was besser ist. Mach über die Nacht, sieht schön aus. Ah, IRS ist gleich da, dann können wir loslegen hier. Ich spiele mich mal auf Gold 1 hoch. Ich weiß bis heute nicht, wen ich mir holen soll, ne? Das kann Abend werden. Bumm. Was? Hier, das ist doch hier. Ah, ja, perfekt. Das ist jetzt schon geil so. Kannst du es abknallen? Ja, aber Corsic ist halt wieder Corsic, weißt du, wie ich meine? Ja, Corsic ist schon wichtig. Hauptsache, wir halten den Apex-Stock im MSFS-Stream. Krypto wäre halt auch big. So, Revenant bringt eigentlich nicht so viel, finde ich. Außer weil ich finde dein Ult eigentlich übel unnötig. Ja, also, nee, die Ulti ist stark. Die Fähigkeit eigentlich auch. Also, wenn man ihn richtig einsetzt, ist er richtig stark. Das sagt ja, nicht nur, weil ich ihn gerne spiele, aber... Die finde ich halt irgendwie nicht so geil. Du kannst einmal kostenlos pushen. Pushen? Ja, also, wenn du die Ult hast, kannst du einmal kostenlos pushen, ohne dass du dein Leben dafür aufs Spiel setzt, so, weißt du? Du kannst reinrennen, den Gegner viel Damage machen und beim zweiten Mal einfach nochmal reinheuergern und den einfach vielleicht finishen, wenn du es schaffst. Ja. Also, wenn du überlegst... Da okay, IRS ist da. Und dazu links geht ein dritter Imposter. So, Pushback anfangen. Delta 589er requesting pushback. Delta 589er pushback request accepted. Oh nein. Pushback stop. Atlantic Ground Delta 589er requesting. Oh, mein Horizon hat schon Siegen in Season 7. Delta 589er request to end pushback received. So, und das Ganze aktiviere ich jetzt über den Pushback Helper. Weil das viel smoother geht. So, über den Mod. So, Parking Brake off. Flaps brauche ich noch nicht, APU geht on. Winglight geht on, Beacon geht on. Landing Lights kann ich schon mal auf off setten. Ja. So, los geht's. Ich hoffe, das reicht schon an APU, dass ich jetzt hier schon den Engine starten kann. Okay, funktioniert perfekt. Kann ich die APU eigentlich ausblasen, ja, oder? Raphael! Ne, kann ich nicht. No way! Warum sagst du mir das nicht? Was war ich denn? Bei den 3 Kisten, da wo wir meistens landen, ne? Du kriegst da ein... Ich habe einfach gerade ein goldenes Body plus ein goldenes Dings rausbekommen. Ja, bekommt man immer so Loot. Ja, aber ich krieg einfach mal random goldenes Body und goldenes... Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Wie heißt das goldenes Body, goldenes Doktor und steht einfach so random? Das kommt immer raus. So. Ist nicht unbedingt der beste Push. Oh nein. Ich bin so ein Profi-Pilot. Jetzt ist IRS und alles wieder aus. Oh. Meckerst du jetzt? Ich bin lost. Passiert halt mal. Ah, nee, ist noch an, ist noch an. Oh.
Gott, Vater im Himmel. Gott. Hätte ich wieder 7 Minuten warten müssen, der hat gar keinen Bock. Streamst du heute eigentlich noch Apex? Abends, ja. Machst du heute eigentlich deinen 12-Stunden-Stream? Ich weiß nicht, also sturmfrei hätte ich. Naja, wenn, dann solltest du es heute am besten machen, weil heute kann ich mega lange zocken. Und nächstes Wochenende nun mal nicht. Weil nächstes Wochenende, Samstag, muss ich noch was für Schule machen. Nicht viel, aber ich muss ein bisschen lernen und alles. Deswegen, wenn du es dieses Sonntag geht, erst recht hättlich. Wenn, dann solltest du es heute machen, wenn du ihn noch in der nächsten Zeit machen willst. Ja, dann mache ich den Flug und danach mache ich ihn 12 Stunden. Also das dauert ungefähr 1,5 Stunden. Da sind wir ungefähr bei 15 Uhr. Kein Zeitstress, Raphael. Wir haben alle Zeit, wir haben genug Zeit. So. Dann würde ich sagen, Taxi Light geht on. Der Pushback Helper geht off. Parking Brake geht off. Ah, warte, zurück zur Freigabe. Oh. Rollfreigabe. Atlantic Ground, Delta 58 Niner with Kilo ready to taxi IFR. Delta 58 Niner, taxi to and hold short of runway 27 right via taxiway. 27 right, wo ist denn der Hase? Taxi to and hold short runway 27 right via taxiway Delta 58 Niner. Es ist noch da hier, 27 left, 27 right, perfekt. Passt alles, ist alles noch im Plan. So, geht die Map geht an. Und nach dem Abflug werden wir mehr Fares haben, Leute, weil, wie gesagt, im Rahmen des USA World Updates wurde der Flughafen überarbeitet, verbessert. Deswegen zieht es hier viele Fares. Okay, die DZ weg. Was ich vielleicht jetzt noch einstelle, schnell ist das Gewicht, weil das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich nehme wieder ungefähr auf 70 Ballast und fliegen wir mal voll beladen. 100% Beladung. Bisschen unrealistisch, aber. Dann habe ich vielleicht noch einen größten Ehrenmeld, die es in diesem Game noch gibt. Ich lasse sie im Stich, ne? Schreib Sorry Mails und schreib sie. Play for the win. Ich würde Elias nicht machen. Nein, du musst vorstellen, wir waren mega 3 Squads oder so, waren. Also wir waren insgesamt 4 Squads, musst du dir vorstellen. Niemand verreckt, ich hau ab für Platzierungspunkte noch, weil ich keinen Bock auf Minus habe. Ich schreib Sorry, dass sie Sorry Mails. Einer schreibt jetzt okay, Play for the win. Ist doch nett. Ja, freue ich mich drüber. So. Weil ich dann jetzt auch die Mühe holen werde. Hoffe ich. So, Runway 27 right. Wir rollen hier schon richtig, oder? Ja. Ich hole hier gar nichts, Kollege. Ich würde sogar sagen, wir nehmen die nächste Abzweigung. Das ist dann die hier. Rollen dann nach unten. Und nehmen nicht die geradeaus auf die Runway, sondern die nächste auf die Runway, weil so viel brauchen wir nicht. So ist nur ein kleiner A320 hier. No, I didn't hear your last transmission. Roger, Delta 589er. So. Darren? Mhm. Kannst du das im Chat zufällig entziffern? Ich kann kein Russisch. Ich hatte zwar 2 Jahre lang Russisch, aber ich kann, wenn du willst, gleich mal probieren zu googeln. Obwohl, es geht gar nicht, Leute. So. Warte, ja, okay, ich kann es nicht googeln, kannst vergessen. Ich habe keine russische Tastatur. Fluglotsenzentrale hier, so. Tower einstellen hier und dann ab geht's. Atlanta Tower Delta 589er at runway 27 right. Ich kann mal gleich gucken, weil ich hier zu Hause Dings von einem russischen Alphabet habe. Eine. Weiß schon? Eine.
Mist, wo die ganzen Buchstaben draufstehen. XD. Und da kann ich gleich mal gucken, was das übersetzt heißen könnte. The Russian guy in the chat, I can't pronounce your name, sorry. If you could write in English, I could answer your questions too, that's okay, but I can't speak Russian, I'm sorry. Ach man, meine beiden Mates sind sogar jetzt schon geliefert, weil sie keinen Bock mehr hatten. Egal. Aber du playst immer für den Win. So. So, landing in on, das geht wieder off. Würde ich sagen, on runway 27 right. Let's go. Aber nachts sieht diese Landebahn halt so geil aus. Es sieht einfach irgendwie. Es ist aber episch. Wie lange streamst du jetzt schon? Ein paar Minuten. Echt? So gut? Ich lasse es kommen, bevor es jetzt schon 15 Minuten werden oder so. Ja, so kommt hin. Warte, wann war ich nicht da? Auf jeden Fall streamst du mindestens 20 Minuten schon. Weil ich bin irgendwas mit 11 Uhr reingekommen. Da hast du das Spiel gestartet. Und wie won? Rotate. Huch, ist der ruckelige Abflug, aber wir sind oben. Ich krieg jetzt nur noch Positive Rates. Gear geht ab. Und da lässt du den Flughafen Atlanta hinter uns. Aber dieses Flughafen-Remake sieht so schön aus, weil mit diesem Airport Center hier ist sowas so schön. So, Fluglotse, ja. Autopilot 1 geht on. Endlich mal wieder weg. Heading übernimmt, das übernimmt Bumm. Und ich übergebe die Schubregelung. Übergebe ich dem Kollegen hier. Bumm. Einmal bitte 200 Knoten halten, das wäre schön. 210. Hier war doch das hier. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, das wollte ich. Ah, Flut wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee, okay, dann nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder? Der fliegt nicht nach Kurs. Okay, Nav habe ich an, also eigentlich sollte es schon funktionieren. Ich verstehe nicht, was hier gerade abgeht. Hast du eigentlich mal überlegt, eine Challenge aufzunehmen in Apex? Wäre keine schlechte Idee, warum? Mir wird jetzt eine Challenge einfallen, die wahrscheinlich mega lustig ist, aber sehr, sehr schwer ist. Die wäre? Only Granaten. Das ist unmöglich. Ist es nicht. Wenn du so gut hittest, kannst du genau so gehen. Wenn du, du musst vorstellen, du hast einen Rucksack, ne? Das sind wie viele Plätze? 16 Plätze. Davon hast du vielleicht mit 6 hier belegt. Und dann die ganze Zeit nur Granaten hast, kannst du die Gegner überwechseln mit Granaten. Die sterben daran. Möglich ist es. Bro. Atlanta Departure Delta 589er is at 7200 feet climbing 8000 feet. Ich mach schon mal plus 6, das ist positiv. Delta 589er Atlanta Departure, continue to wait on as planned. Altimeter tree, 0.04. Warum macht das nicht? Ich versteh's nicht.
muss ich halt jetzt per Hand dahin fliegen. Und das Autopilot anmachen. Das, hä? Der Autopilot macht das auch nicht. Hier Navigation ist doch on. Habe ich hier irgendwas aus oder so? Ne, ist eigentlich alles an. Ich verstehe es wirklich nicht. Climb and maintain 14,000 feet Delta 589er. Ist hier irgendwas falsch drin? Direct, nein, das ist da fast alles. Ja, hier Navigation Mode ist doch an. Warum macht er das nicht? Ich bin wirklich irgendwie. Liegt's an der. Liegt's daran? Nee. Ich bin da wirklich ratlos. Ich verstehe es wirklich nicht. Speed hält er ja auch nicht ein. Ja, dann muss ich das per Hand machen. Eineinhalb Stunden per Hand fliegen ist auch nicht geil. Obwohl schlimm wäre es nicht. Graf, ich nehme einfach nur noch 3 Squads. Ich glaube beide Squads sind am Fighten. Ich kann gucken, ob ich mich einmische. Atlanta Center, Delta 589er, 14,100 feet. So, verwaltet eine Steuerkurs, macht er jetzt? Ja, Höhe hält, aber Steuerkurs ist mir immer noch egal. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich hier aus. Ein Squad ist noch. Aber safe 3 Squad. Climb
time and maintain flight level 260 Delta 589. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, was ich falsch gemacht habe. Und erst mache ich mal an, wenn es daran vielleicht liegt, also. Gerade dreht er schon. Ach, ich hätte gerade meinen Mist gefilmt. Bin Zweiter geworden. Na, gerade in dem Moment funktioniert es schon. Weil der kippt irgendwie so. Ah ja, es funktioniert, es funktioniert. Der Flieger macht jetzt nicht, was er machen soll. Dankeschön. Oh. Er macht auch nicht, was er machen soll. Obwohl. What are you doing? Ich verstehe dieses Flugzeug nicht, to be honest. 135.0 for Delta 705. Flightplan sollte ja passen, also. Okay, ich habe eine Leiste, der hat 850 Kills. Ich glaube, ich vertraue dem Flugzeug jetzt einfach mal bei dem, was es tut. Ich update einfach nach dem Stream nochmal kurz mein A320NX, ob das hier irgendwie rumbackt deswegen oder so. Ah, das, was ich gesucht habe, den Schalter habe ich gesucht, so. So. Ich kann hier mal kurz gucken, es wird, ich bin mir nicht sicher, ob es noch morgen wird, heute bei dem Flug. Es ist gerade 5.33 Uhr morgens hier in den USA. Jetzt gerade? Ja, Wetter-Live-Zeit. Und der Simulator ist stehen geblieben. Wenn er jetzt abstürzt, habe ich keinen Bock mehr. Literally. Aber eigentlich wurde das ja gefixt. Ja, perfekt. Ja, hier Live-Wetter ist drin, Live-Zeit ist auch drin. Also solange wir irgendwie in irgendeiner Hinsicht der Route folgen, ist ja alles in Ordnung. Moin, Paul. Moin. Du bist auch im Discord. Hab ich gar nicht gemerkt. Paul, du bist 1. Nein, ich spiele. Ich hab mich gerade noch schnell hochgespielt. Und ich hab Mates, die callen. Ah.
gut, dann kannst du ja mit dem spielen. Mhm. Nee, aber. Going to 133 Decimal 8, Generic 5 Juliet Whiskey. Ich hab mein Setup umgebaut, hat lange gedauert. Ich muss das ganze Kabelmanagement abbauen, Digga, und wieder so genauso hinbauen, aber. In 17 Tagen Ende dran, Liste. Ich hoffe nicht in 7 Tagen. Was beleuchtet die Flügel hier gerade, so frage ich mich gerade. Gibt's halt keinen Grund dafür. Zuschauer, 5 Likes, danke Leute. Latitude, ich glaube, die sollte eher VNF machen. Funktioniert das denn im Teil? Ich habe gar keine Ahnung. Ach, ich bin aber noch lost. Aber hier sehen wir gerade diese schöne Wolkendecke. Oh, das sieht so schön aus. Mach mal kurz die Fenster alle weg. Oh, wie schön ist das bitte? Screenshot. Boah, ist das schön. Screenshot. Erstmal Screenshot. Wie schön das aussieht. Kann ich das mal im Stream kurz geben, Digga? Wie schön. Diese schönen Wolken. Diese orangen Wolken, die von der Unterseite, also von den Gebäuden unten beleuchtet werden. Gespannt, wie es mit dem FPS in Dallas aussieht. Und Dallas ist ja noch, also von der Fläche ein größerer Flughafen als Atlanta. Und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr laggy. Climb and maintain flight level 380 Delta 589er. Aaron? Mhm. Alter, mein Internet ist gerade einfach auf PC ausgegangen, du. Das ist 6 Likes, danke Leute. Ich glaube, wir machen nach seinem Stream mit gleich. Nach seinem Flug, Stream. Links. 12 Stunden Stream. Amana, schafft den. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft, da nicht zu beleidigen, aber. Ich hab gestern. Sollte gehen. Ich bin heute guter Dinge. Weil ich wieder Internet habe. Gestern bin ich nur so geraged, weil Internet abgefickt ist, Digga. Beendest du danach den Stream oder bleibst du bei dem Stream? Ja, ich mach einen neuen Stream, den nenne ich einen 12-Stunden Stream mit allen Games und so. Okay. Ja. Das heißt, es wären wahrscheinlich Apex, Rainbow gehe ich von aus, vielleicht auch nochmal Fluglotsen Simulator. Und vielleicht FIFA, also ich bin noch mal überlegen, ob ich vielleicht Ark auch mit reinnehme. Ja, aber ich könnte auch mit Ark, wahrscheinlich. Mate, hallo, hier bin ich. Was rennst du denn von mir weg, wie so ein Ehrenmann, Digga? 12 hat. Alter, 22 Punkte schon, die Runde. Nice. Digga, ich hab minus 24, wenn er jetzt stirbt. Ja, wow, er ist über 400, ja, nicht der schlechteste Spieler. Mann! Ich mach wieder alle Fenster zu und genieß dieses Bild einfach. Ja. Warte, ich mach noch kurz Alt-Z, war das glaube ich ja hier. Die Aaron, hast du schon deinen neuen Charakter? Nein, ich bin über Corsage. Welches Level bist du?
Mir fehlen zwei Level, falls es dich interessiert, danach habe ich. Oh, mir fehlt jetzt nur noch ein Level. Ich mach mal kurz den Autodienst. Ich komme auf jeden Fall. What the f? Nein! 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 Ladekabel, nein, du machst Auge. Komm her. Ich kann komischerweise, wenn ich mit dem Controller spiele, nicht über dem Tisch spielen. Ich muss immer unterm Tisch spielen. Ja, muss ich auch, weil mein Kabel zu kurz ist. So ein schönes Bild wieder. Ich hasse den Controller. Pauker. Pauker. Schau mal kurz, ist eigentlich immer ein bisschen gerade staubig oder so? Ja, schon ein bisschen. Da bin ich nach dem Stream kurz raus und mach ein bisschen sauber. Und dann mach ich 12 Stunden Stream. Mit was machst du deinen PC sauber? Ich nehme einfach irgendein Tuch oder so und wisch ein bisschen drin aus. Also, aber nicht Mainboard, ne? Ne, das nicht. Ja, gut. Ja, das wird mein PC dann wieder komplett schrotten. Mhm. Ich kann dir später Links schicken. Von dem Naruto-Mauspad und von etwas, womit du dein PC ganz gut reinigen kannst. Ich habe immer meinen Case an der Seite offen, weil mein Case irgendwie nicht genug belüftet ist. Und da habe ich dann beim MSFS halt gut 15 FPS weniger und das bockt gar nicht. Nee. Besonders beim Stream habe ich es immer offen, weil es ist aber bessere Kühlung dann so. Genaues Evo, es gönnt heute wieder richtig. Danke, Effekt, Liebe. Ich hab's Evo durch Gegner. Ja, Rucksack. Ah, Digga. Aaron. Aber kaum noch Sachen. Bei Mates Down. Nicht gut. Ich glaube, diesmal kommen wir sogar gut auf die 38.000 hoch. Jetzt gehen wir erst gerade mal noch 30.000, wird kritisch. Wisst ihr, worüber ich mich freuen würde nächste Season? Dass sie mal einen Solo-Modus reinbringen. Im Solo-Modus wird nicht festkommen. Wird aber wahrscheinlich bald wieder das Limited Timeout geben. Es gab schon mal das Limited Timeout. Ich weiß nicht, was mit diesem Zug da? Das kommt bald wieder rein, ja. Winter Express, da kann man richtig gut aim und positioning, also positioning kann man aim üben. Generell einfach geil, weil du einfach ein Charakter hast, der hat einfach eine Klasse, wenn du die Klasse kannst, ist einfach mein. Du kannst ja nur die Kürze, die du auch hast. Oh, wie schön ist das denn? Oh mein Gott, diese Reflexion und so, oh mein Gott. Wahrscheinlich hat mein Teammate ein rotes Evo, Digga. Hinter uns geht die Sonne auf in den USA. Ich dachte gerade, hinter uns geht die Sonne auf, aber ist doch schon hell. Digga, ich kann einfach meine zwei Teammates reviven, wo noch 4 Squads nehmen. Ich könnte einfach mal reviven, das ist einfach so. Das ist echt klar. Das ist so dumm. Die Sache ist, mein einer Mate holt den Mate, ist verreckt dabei fast, wäre beide weg, weißt du? Ich bin so nett, hol seine Karte, muss sie jetzt zuerst erst nehmen, noch 2 feindliche Squads. Ja. Sie haben beide kein Loot. Leute, ich will euch kurz was über Krypto sagen, was euch vielleicht zu einer Kaufentscheidung vielleicht weiterhilft. Und zwar kann ja halt, wie gesagt, mit der Drohne die Teammate-Karten holen und jetzt an einem Respawn-Wegen auch direkt ohne irgendeinen Timer direkt resten. Ohne was? Also ohne 5 Sekunden. Weiß man, dass der resten kann ohne alles. Dass und der kann mit der Drohne auch dieses Biegen, was Bloodhound und Pathfinder machen können, das können die jetzt auch, kann er auch mit seiner Drohne direkt machen. Also ohne Wartezeit kann der alles so machen. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich hole mir als nächstes Horizon und dann Cripple Toe. Ich hole mir als nächstes Cross-Stitch und danach wahrscheinlich keine Ahnung. Ich hole mir als nächstes Okatana. Ich überlege mir Maiden Nourish zu holen, weil Nourish schon okay ist. Der Invisible Res. Ja, wenn ihr Res geht, weil Nourish auch einfach einer ist, der sehr gern spielt, weil er geil ist. Danke. Fünf Zuschauer, moin Leute, was geht? Was wenigstens einer einsieht, dass Nourish ein geiler Charakter ist. Es ist auch so, er ist auch okay, habe ich nie was gegen gesagt, oder? Nee, ich hab aber Freunde, Digga, die sind so lost, Digga. Die kaufen sich den, spielen eine Runde damit, den zu denen das Spiel, weil er ja scheiße ist, weißt du? Spielen sie mit mir eine Runde, weißt du, wir werden Zweiter und die sagen, ja, der ist ja gar nicht so scheiße.
Na, ich so, ja, muss man bloß richtig spielen können. Ist so, wenn du weißt. Goldener Rucksack, Digga, was ist das für eine Runde gerade? Digga, Aaron, hack doch nicht, mach X-Ray aus. Mach Lobe aus. Ich hab mich gar mit einer. Ich hab so ein Gefühl, nee, doch nicht, schade. Also bis auf das, dass ich ein paar kleine Ruckler hab, stört mich das jetzt eigentlich nicht. Was heißt, tippst du da nochmal? Keine Ahnung, mein Auge brennt, Digga. Ich bin so dumm zum Duschen, Alter, weißt du, ich kipp mir Shampoo ins Auge. Hört sich nach Paul an. Ja, Mann. Weißt du, ich stehe so in der Dusche, will so Shampoo auf meine Hand tun. Was mache ich? Mein Auge schmiert mir alles in mein Auge. Und denke mir, ach, brennt ja gar nicht. Nein. Nein, ich hab schon gar nicht mehr. Ich dachte, es kitzelt, weißt du? Mal in die 50 Verarbeitung nochmal. Erstmal der Flugsimulator. Weißt du, kurz noch? Und meine Mates haben Blaues Ero, das heißt, es ist winnable. Ja, meine Mates haben. Nee, Raphael, was hat er gerade gesagt? Du weißt es. Ich knall's ab! Genau. Ich knall's ab! Wir hatten gerade wirklich rausgehört. Ich glaube, mit Schwein. Ich knall's ab! Paul kann das so gut. Wir sind Achera mit Blitz. Ich knall's ab! Die ist so dumm. Ich hab mir die eigentlich. Ich hab mir die eigentlich nur geholt, weil ich das einmal hören wollte, wie sie sagt, ich knall's ab! Also, daraus mache ich definitiv ein Video, Digga. So eine knall's ab Compilation. Oh, ich knall's ab! Also, vor allem meine Mates haben beide Liedern das Evo. Ich hab mir das Evo, meine Mates haben blaues Evo. Der eine hat jetzt ein rotes, ich hab ein blaues, hab zwei Kills, mir fehlen zwei Hits, damit ich ein Liedern das Evo hab, Digga. Ich krieg die zwei Hits nicht. Weil das Spiel sich meinen muss, ey, du bist schlecht. Ich bin so ein guter Spieler gerade. Nein, oh mein Gott, das war nicht. Meine Beine, die sterben an der Zone. Meine Beine sterben an der Zone. An der Zone. Ich kann sie nicht fressen. Ich kann sie nicht wissen. Sie sterben an der Zone. Ich bin für alle. The Russian guy in the chat. I don't know what this emoji means, but if you could write in English, it would be better this way, because then I can answer your questions. Hope it's okay for you. Because I don't know the emoji. I'm sorry. Er hat ein blaues Evo. Ich weiß nicht wieso, aber die Gegner wissen immer genau, wo ich hocke. Verstehe es halt leider. Diese Lichter einfach gegen die Wolken reflektieren, wenn man das sieht. Das sieht so wunderschön aus. Der Simulator ist so schön. Ich bin jetzt nicht uncaustet verreckt. Raphael, ich habe 100 plus drin gemacht. Mir fehlen jetzt nur noch 381 bis Platin. Und ein Apex-Pack. Grau. Wo liegen der? Aaron, lapp ich mal ein. Liegen der? Für den Rahmen, für wen? Mirage. Ach, leck mich, du kleiner Ekelhafter. Weißt du welcher? Welcher? Weg ist das Wiesel. Weg ist das Wiesel. Frage zeigen. Der ist nicht geil. Weil er echt nicht. Weg ist das Wiesel, hat der geschrieben. Lapp mich mal ein, Aaron. Ja, kann ich machen, warte kurz. Ich bin schon drin. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir Octane hole oder Crypto. Ich hole mir Caustic. Bleib ich jetzt fest. Und ich hole mir zu Caustic noch den Skin dritter Imposter. Ja, nee, weißt du, weil wenn ich Crypto hab, dann kann ich euch healen. So.
Okay, Leute, ich bin wieder da. Was ist das? Hä? Das Engine ist off. Kritisch. Ich war nur kurz weg. Ach nee. Ja, mein Treibstoff leck. Kritisch. Okay, wir haben einen Triebwerk verloren. That means wir müssen nur landen. Da unten sehe ich einen Flughafen, da werde ich landen. Wir könnten, aber wir haben halt verbrochen. That's easy, den zu resten, aber nee, kein Bock, da ich verreckt. Ladies and Gentlemen, wir haben einen kleinen Zwischenfall und zwar haben wir zu wenig Treibstoff dabei, deswegen werden wir im nächsten Flughafen Not landen. Ja. Da unten. Sieht aus wie ein Flughafen, also werden wir da landen. Sehr ungemütlich. Anschnallzeichen gehen an. Man sieht sie sogar, das eine Triebwerk dreht sich nur noch ein bisschen. Okay, gut, dann wird es jetzt eine ganz kritische Situation. Bangalore sieht von innen aus wie ein Affe. Sieht jeder Charakter mit diesen Augen da. Wenn da irgendwie so reinglitscht. Ja, nicht rassistisch klingen, aber die ist so schwarz, dass man die gar nicht sieht. Das war sehr rassistisch. Nee, jetzt ohne Scheiße, wir stehen in der Ecke und man sieht sie halt kaum. Jetzt ohne Witz. Paul, ich muss für 5 bis 10 Minuten jetzt weg, leider. Also 5 Minuten maximal, denkst ja, du? Ja, ich nehme mein Handy mit, ruf mich dann an, wenn du die nächste Tür bist. Ja. So. Ich verliere den Flughafen aus den Augen. Da vorne war aber.
Alter. Da ist die Landebahn wieder. Wir müssen das Flugzeug irgendwie langsamer machen. IPU geht on. Speed is stable. Fahrwerk geht raus. Flaps gehen auf 1, ja. Ich muss jetzt irgendwie mit einem Triebwerk mal wieder ein Flugzeug landen. Aber das ist Mike 905 für uns. Bestätige ich. Paul, was ist jetzt passiert? Nichts. Ich wurde rausgeworfen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, auf welcher wir hier landen. Ich hab die Idee. Das ist die Landebahn 1, ist das. Ich mach die Flaps direkt auf Full. Autobrakes gehen auf Max, weil das ist halt ein GA-Platz. Das ist dann kritisch. Spoilers Abend. Ja, und das ist so ein Drecks-Cheater. Es sollte eigentlich genau nichts passieren. An, alles ist an. Ja, Digga, Aaron geht auch da einfach nur mit in einer scheiß Drecks-Rank-Runde. Und ich kann natürlich nicht den scheiß Freiersport machen. Ich bin mir nicht sicher, wen ich ihn holen soll. Entweder halt echt Crypto oder... Ich muss mich jetzt konzentrieren, weil es ist hier ein General Aviation Flugplatz, also so ein... für allgemeine Verkehrsaufkommen ja. So und... Wenn Aaron wiederkommt, sag ihm, ich bin noch perfekt. Ja. Aber ich glaube, das hier ist nicht der Flughafen, wo ich eigentlich landen wollte, weil der Flughafen, wo ich eigentlich landen wollte, hatte 2 Bahnen. Und das sah aus wie ein richtiger Flughafen.
So viel Treibstoff hätten wir eigentlich noch. Also ich weiß nicht, ob im Landtriebwerk sicher steigen unbedingt so möglich ist. Können wir da überhaupt landen? Ist das möglich? Okay, wenn wir den Anflug versauen, dann fliegen wir auf jeden Fall weiter. Und wenn das eine Graspiste ist, dann wird statt ich auf eine Graspiste, geht echt nicht. Hm, ist das ein asphaltierter Runway? Ja, wir sind zu hoch. Okay, nee. Komm schon. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus, glaube ich. Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Raphael? Ja? Ich bin kurz etwas länger weg, so 10, 20 Minuten. Jo. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Obwohl, einfach nicht aufgeben, wir schaffen das. Einfach niemals aufgeben. Sollte das ungefähr hinkommen, ich fordere nochmal an. Ich hoffe, dass die Air Force Base ein bisschen was zu bieten hat hier für den Airbus A320 Neo. Ich würde eigentlich gerne noch eine Stufe Flaps zurückgehen. Geht das? Dann können wir, ja, wir können mehr Speed aufbauen dadurch. Speed geht nach oben. Oh mein Gott. Okay Leute, wir tun jetzt einfach mal kurz so, dass einfach weil ich noch nicht so gut bin im MSFS. Tun einfach mal so, als hätten wir jetzt ein bisschen gekreist und dass es jetzt Tag ist.
Paul ist kurz weg, soll ich dir ausrichten? Und ich muss mit einem Triebwerk jetzt hier irgendwie bis zu so einer Air Force Base fliegen, kritisch. So, ich kann die Lights dann hier ausmachen. Aber ich steige. Ich bin noch 2000 Fuß. Nicht die Welt, aber es ist etwas. Jetzt muss ich noch diese Air Force Base entdecken. Dann haben wir eigentlich schon fast alles geschafft. Boah, das ist gerade echt kritisch. Mit einem Triebwerk jetzt hier in so einer Air Force Base. Ich hoffe, ich schaff's überhaupt bis zur Air Force Base. Raphael? Hm? Was ist denn jetzt nur wegen gestern, was du uns gesagt hattest? Gestern? Wo wir in der Runde waren. Ohne dich. Also, quasi, bevor... Was soll damit sein? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich stelle mich einfach mal mit dem Spitz aus. Hm? Ich muss dir hier noch was erzählen. Ich hab mich mal dazu gesehen. Nee. Hat Paul gesagt, wie lange er weg ist? 10, 15, 20 Minuten. Und war das jetzt wie lang? Oh, vor ungefähr 2 Minuten. Mal, wenn wir höher, das ist. Kommen wir mal höher, es wird immer besser. 22 Meilen. Join. Benutzerlautstärke ist down. Huch, zu weit, zu weit, zu weit. Meilen nur noch. Ich suche hier irgendwie gerade die RAM-Ad-Server an, weil die würde ich mal gerne benutzen. So. 5000 Fuß. Sollte erst so okay sein. Haben wir ein bisschen Spielraum, aber halt auch nicht allzu viel. Das könnte die Air Force Base hinten sein. Wie oft will der Apple jetzt noch 1 o'clock sein? Ach.
Ah, das ist der Airport. Da ist er. Da ist die Air Force Base. Okay, gut, dann kann ich jetzt alle Maßnahmen zum Landen anrichten. Zählt alles, eigentlich alles an Musik zu Copyright und YouTube? Nein, zum Beispiel NCS No Copyright Sounds, das geht klar. Aber das meiste zählt schon dafür. Es gibt auch eine Liste mit Musik, die ich benutzen darf, die habe ich mir noch nicht angeguckt, aber NCS geht auf jeden Fall klar. No Copyright Sounds. Woran weiß ich denn, was die Copyright Sounds sind, was nicht? Das weiß ich auch nicht so genau. Da musst du in die Beschreibung vom Musikvideo bzw. von der vom Audio-Video gucken. Auto-Throttle, geht doch endlich auf, was ist das denn? Okay, ja, diesmal. So. Autobrakes Max. Fahrwerk geht raus. Das ist geahnt. Lights sind on. So. Ready für die Notlandung. Ich hoffe, dass das da die Columbus Air Force Base ist. Sieht zumindest so aus. Ja, okay, gut, das davon ist die Air Force Base, perfekt. Dann können wir jetzt auch wieder bumm. Ah, der MSF ist stehen geblieben. Da ist er wieder. Wann warst du eigentlich heute das erste Mal on? 12 Uhr ungefähr. Wann bist du denn gegangen gestern? Wo ich aufgegangen bin. Sofort eingepennt. Ah, gut, 10, 15 Minuten vielleicht. Unterschied aber sonst, ja. So, jetzt hoffe ich mal, dass die mittlere Runway hier die 3 to right ist. Nicht, dass es die rechts daneben ist. Also entweder ist es die mittlere oder die rechts daneben. Ich setze aber mal auf die mittlere, weil wir sind hier ein Großraumjet, von daher. Muss ich aber gleich ein bisschen mit Rudder arbeiten. Dann nehme ich mal den Leerlauf, weil dann geht das Flugzeug wahrscheinlich besser. Dass die Landung hart wird, das ist, glaube ich, jedem hier bewusst. So, ein bisschen Thrust gebe ich noch. Ist ja jetzt wieder so lustig bei dir.
Alles ist die 3-1 Center. Das heißt, ich hätte drüben landen sollen. Ah, kritisch. Ich hätte auch an der auf der Runway daneben landen müssen, aber na egal. Und. Die Landung war sogar echt fucking weich. Brüder, die war richtig weich. Nee. Nee, viel sanfter. Du kannst im Stream gucken. Läuft jetzt gerade. Guck, bumm. War zwar mit dem rechten Rad zuerst, aber es war weich. Guck, bumm. Super, Raphael. Was ist so schnell schaffen, mein Handy anzuschalten und zu gucken? So, Landing Lights gehen off. Nose geht auf Taxi. Runway Turners geht off. Strobes gehen off. Ja. Weiß ich nicht. So, das Flugzeug in keinem so schlechten Zustand ist, werden wir jetzt hier noch zum Gate rollen. Das ist so krass. Das ist die Runway, jetzt wieder Taxiway oder wie? Kann ich hier schneller als 30 Knoten rollen? Dann roll ich die Runway down. Aber eine von den kleinen Runways, die ich hier gerade, die wäre für uns auch völlig in Ordnung gewesen. Wir hatten Autobreaks Max drin, von daher. Locker. Was denkst du, wie viel Abschluss wir machen? Ich weiß nicht. Also ich erwarte natürlich keine Abos. Wenn welche kommen, dann ist es halt schön. So einer bist du. Ein ganz braver Boy. Ich hoffe einfach. Ich erwarte nicht, ich hoffe. Wenn ich ein bisschen älter bin, werde ich euch auch nicht wieder anfangen. Fang doch jetzt schon an. Ich zeig mich nicht. Ich zeig mich auch nicht. Nein, nicht so. Ich bin nicht gerne in der Öffentlichkeit, Leute. Dass jemand weiß, wie mein Schwimmen ist und so. Ich mag das sonst nicht. Darf ich auch kein Video. Das würde ich schon anfangen haben, oder? So. Dann packen wir einfach mal hier. Bumm. Parking Brake Set, fahren wir noch den Haus runter. Engine cut off, APU remains still on, external power is on, battery skin off, bum bum und bum geht off, das geht gleich auch off und aus das Flugzeug. Ah. Den Stream wendet er dann noch gleich um. Plus Notlandung wegen Treibstoffleck. Aber sonst passt's. Dann würde ich mich fürs Einschalten im heutigen Stream wieder bedanken und ja, bis zum nächsten Stream, beziehungsweise bis gleich, bis zum 12-Stunden-Stream, der ungefähr um 14 Uhr starten wird. Jo, euer Raphael.